Hallöchen, meine Freunde, willkommen zurück zu meiner zweiten Folge vom Metro 2033 Redux. Wir sind jetzt hier gelandet und müssen uns ausrüsten, unsere Waffen alles holen. Machen wir mal. Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten und dass du mir nicht gut tust. Und sie verdammt, hältst du jemals deine Klappe? Was ist da los? Was ist da los, hä? Was ist da los? Wie redest du mit der Frau, hä? Die Frage, wer sich von wem fernhalten sollte. Ist das ein Joint in der Hand, hä? Ist das ein Joint? Ist das ein Joint? Hä? Na gut, dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Eine Villa. Und wenn deine Mama zurückkommt... Zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Ganz bestimmt. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Hört sich ganz nach an, als wäre die Mutter wohl nie wiederkommen. Als wäre sie wahrscheinlich verstorben. Ja. Traum. Puh, ich habe geträumt, ich wäre wieder an der Oberfläche. Ich will von deinen Albträumen nichts hören. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder nach oben können. Also leg dich wieder schlafen. 50 Jahre, dann sind wir alle tot. Muss alles schneller gehen hier. Da kommt der große Typ also rüber und sagt, Baby, wenn meine Frau so kochen könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn überhaupt kochen? Und er sagt, eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß. Na, dann mal los, Mädchen. Da war wohl ein Anmachspruch, würde ich sagen. M. Niemand zu Hause. Ah ja, da kennen wir ja. Überall Dreck, nur Dreck. Wer ist da? Leute sind Dreck. Ist da nicht... Jan, bist du das? Ach ja, da ist da. Ja, bei dir auch, glaube ich. Ja, sehe ich. Ich möchte gerne, hallo. Möchte auch gerne mitmachen, hallo. Pass auf, mit wem du redest. Läufst herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren und scherst dich nicht drum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Da wird jeder sauer. Sauber machen. Das nennst du sauber. Hau ab, ein bisschen freundlicher. Den Ressourcen und so weiter. Hab ich dir nicht gesagt, dass du in der Nähe bleiben sollst? Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mach mir da solche Sorgen. Okay, Papa. Tut mir leid. Hey, du. Komm mal hierher. Ja, ich bin schon da. Sprechen verboten. Hast du gehört? Und du, Artyom, solltest gehen. Alles klar. Du hast hier nichts verloren. Ein Gefängnis ist ein Ort für Diebe. Alles klar. Gott, wie kann das bloß sein? Artyom, bitte. Sag mir, mein Sohn ist krank. Hast du nicht ein paar Patronen übrig? Ich zahle sie dir zurück, sobald ich kann. Ich werde die wohl nie wiedersehen, aber... Hoffentlich ist da keine Lüge gewesen. Artyom, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Auf jeden Fall. Wäre einfach eine Lüge mit deinem Sohn. Was mit dir? Warum liegt dein Teddy? Schau mal, das ist ein richtiger Helm für sie. Der da ist auch nicht schlecht. Aber hier, der fang mich ist doch. Genau richtig. Ey, schubst mich nicht. Hier, nicht eine Standardmethode fürs Eskortieren von Karawanen. Gute Waffen machen einen guten Sohn. Also, das brauche ich gleich noch nicht. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Boah, ich fäng immer voll durcheinander hier, ehrlich gesagt. Ja, wir müssen uns ausrüsten, stimmt, hier lang. Hallo, Artyom. Ja. Hast du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 45. Ja, nimm ich. Nimm ich. Die Genauigkeit ist ja traurig, nur sie behilft wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Aha, ich nimm die. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Alles klar. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Top.
Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Die Armeeaufgabe der Medipacks, nur für den Fall. Ja, danke. Okay, du bist ausgerüstet. Top, danke. Mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Brauche ich, glaube ich, noch nicht, ne? Ne, brauche ich noch nicht. Alles ist frisch. Ja, jetzt kann ich hier lang, stimmt. Mal ganz vergessen. Habe ich eigentlich... Moment. Habe ich die schon verpasst? Nee, ne? Will ich nicht hoffen. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Warum kriege ich die Tagebücher noch? Möchte gerne... Hi, gut, danke dir. Ah, hi. Komm herein, Junge. Ich bin schon drin. Bist du bereit aufzubrechen? Gut. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken ihnen ein paar Wagen. Geht mal ruhig weiter. Deren Güter, ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Sorry, wollte ich gar nicht. Egal. Nein, ich habe vergessen. Eintrag 2. Doch Hunter kam gerade rechtzeitig an der Messe. Ich male mir gerne aus, dass das nicht nur pures Glück war, sondern ein Werk des Schicksals. Und es war dasselbe Schicksal, das dafür sorgte, dass Hunter mich auswählte, um mit seinem Bericht über die Schwarzen zur Police zu reisen. Ich habe schon mein ganzes Leben davon geträumt, die Police zu besuchen. Das großartige und legendäre Zentrum der Metro. Das Zentrum unserer Zivilisation meines ganzen Lebens. Und jetzt ist die Chance dazu gekommen, ausgerechnet jetzt, wo meine Heimatstation jeden Kämpfer braucht, den sie losschicken kann, habe ich das Recht, meinen Stiefvater und meine Freunde in der Stunde der Gefahr zu verlassen. Wo ist mein Platz? Neben ihn auf der Barrikade oder in den fernen Stationen, zu denen Hunter mich schickt. Ich kann es nicht sagen, aber trotzdem trete ich diese Reise an. Ich stelle mir gerne vor, dass dies der Weg ist, den das Schicksal für mich ausgewählt hat. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Artyom, noch eine Sache, bevor du gehst. Ich kann sehen, wie du zu Hunter aufschaust. Aber das Leben der Ranger ist anders als unseres. Sie sind leichtfertig und sogar von Natur aus gewalttätig. Man gewinnt nichts dadurch, dass man den Helden spielt. Halte dich also aus Ärger raus. Bring die Karawane zum Zielort und komm so schnell wie möglich nach Hause. Auf Wiedersehen, mein Junge. Auf Wiedersehen. Ich enttäusche euch nicht, versprochen. Mich redet gerade auf mit den hier, mit den Journals. Ich habe da, glaube ich, ein paar übersehen. Hallo, Artyom. Hallo, ich habe gerade ja, gut, danke. Ich habe gerade andere Probleme. Scheiße, mein Rücken. Mein Rücken. Eins noch. Ich brauche eine Pause. Ich komme nicht einmal zu. Artyom. Artyom. Hierher. Beeilung. Nein, ich bin noch nicht bereit. Alles klar. Ich bin jetzt wieder am Anfang, weil ich hier was übersehen habe. Ich wollte unbedingt mitnehmen. Ich habe gesucht und gefunden. Alles klar. Messestation Eintrag 1. Die Verteidigung unserer Heimatstation vor den schwarzen, schreckliche, geheimnisvolle und unschlagbare Feinde wird allmählich zur einzigen Aufgabe unserer alten Feinde. Die Nosalis und Telepathen haben wir vergessen. Und wenn Hunter nicht wäre, dann hätten diese Biester schon längst unser Krankenhaus überfallen. Ich schaudere, wenn ich an das Blutbad denke, das sie angerichtet hätten. Wäre Hunter auch nur eine Stunde zu spät hierher gekommen. So, jetzt kann ich wieder ganz normal... Hier ging es nicht weiter, ne? Nein. Jetzt können wir ganz normal abhauen hier, zum Glück. Tut mir leid für die kleine Verzögerung, aber ich wollte Eintrag mitnehmen. Bitte erschlag mich nicht. Ich beeile mich auch schon, versprochen. La 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 la. Und jetzt benutzen wir... So, hier lang. Wir sind sofort da. Sind sofort da. So, sind wir auch schon wieder. Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Ich bin bereit. Bist du bereit? Ja. Los. Alles klar. Ach, herrlich. Du setzt dich da hin, Artyom.
Und du, Eugene, setz dich dahin. Hat jemand irgendwas vergessen? Nein. Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Ich hab alles. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Wie regnet schon? Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also ich wünsche bereit, uns viel Glück. Woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zu Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam ich die Angst und ich rannte davon. Hab ich noch was zu erzählen? Nee. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diese Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Nein, gibt es nicht. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Ich weiß auch schon warum. Schau. Mal kurz gucken, was können wir eigentlich alles einsammeln? Kurz gucken, Tagebuch, noch nichts anscheinend. Gute Fahrt. Wir fahren eine Draisina und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Ja, wir sind bewaffnet. Die war auch wahrscheinlich gleich noch, also wahrscheinlich, auf jeden Fall brauchen wir ihn gleich. Alles sagt gesehen, weil es einfach eine starke Maus. Einfach einen kleinen Behälter weggeschubst. Verdammt, tut mein Kopf weh. Nur 20 Schuss. Da ist nichts. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Atjom. Alles klar. Helf ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Da war jemand rot. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Ja, wovon? Was ist mit dem los? Boris! Hey, was? Was geschieht mit mir? Leute, mach keinen Scheiß hier! Ach du Scheiße! Fuck! Was ist das? Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Oh, yeah! Ach, du Scheiße.
alles passiert? Ey, wach auf! Was zum Teufel geht dir vor? Ich weiß es nicht, aber nichts Gutes. Aufwachen, Leute. Leute, ey, steht aufwachen, auf! Aufstehen! Boris! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße, das ist gar nicht gut! Fuck, 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 fuck! Ah, oh Gott! Ah, knallt sie ab! Ihr schießt! Ich bediene den Hebel! Wen soll ich ab? Wo kommt die auf einmal her? Komm, verreck! Ich habe nur zwei Schuss, was soll ich machen? Ich habe nur zwei Schuss, was soll ich machen, Mann? Komm, verreck, verreck! Danke! Endlich! Oh, wir wollten mal. Ach du Scheiße! Hä, ja, ich geb mein Bestes. Hau ab! Spar dir die Moon, Atjom! Spar dir die Moon! Wie soll ich denn sparen, wenn die alle angreifen? Verschwindend! Weg mit dir! Komm her, dich mach ich auch noch fertig! Oh, fuck! Wir sind fast an der Strecke! Verpiss dich! Ach du Scheiße! Scheiße. Es sind zu viele! Ach, fuck! Helft mir! Erschrocken. Ich glaube, ich kann mal lieber. Hilfe! Ja, ich glaube, ich bin tot. Scheiße. Ich habe nach Tagebücher Ausschau gehalten. Komm, jetzt einfach rennen. Dann klappt das schon. Komm, schnell! Danke! Danke! Lasst uns ihnen den Marsch blasen! Top, Leute, top! Ihr seid geil! Das war heiß! Ja, frag nicht wie! Ich brauche etwas zu trinken! Ich glaube ich auch! Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Podis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Atjom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf Atjom! Auf mich! Auf mich! Prost! Ohne dich, Atjom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Danke. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf dich, Atjom! Auf mich! Atjom! Auf dich! Auf mich. Einmal ganz mal gucken, habe ich jetzt eigentlich irgendwas nicht eingesammelt? Ne, ich glaube noch nicht. Alles gut. Atjom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Nein. Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Oh, okay, mich haut hier über anderes um. Das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück. Da links, da war ich aber untersuchen können. Auf dich, Atjom. Auf mich.
Kann ich das schon mitnehmen da? Nee, ne? Nee, noch nicht. Der Wodka haut rein. Anscheinend. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Wir das nehme ich mit. Eine Art unsichtbare Welle gefallen. Und wurden da haben wir ja schon was. Neuer Eintrag. Riga, Eintrag 1. Was war das? Seltsame Schatten und Stimmen. Geflüster. Gewimmer. Völlig geräuschlos. Und trotzdem hallt das Echo in meinem Kopf nach. Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht. Aber von so etwas habe ich noch nicht gehört. Und ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen sind. Ja, wir hatten Glück. Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Das ist dreifach destillierter Likör. Und daher schoss er auf den Fächer. Mann, ich weiß nicht. Da ich auch mit dem Mann. Danke, mein Freund. Oh, du hast uns da draußen gerettet. Ich trinke ebenfalls auf einen Sonnentiger. Auf Adjom. Auf mich. Danke, auf mich. Hast du Moon? Hast du Moon? Du hast kein Moon. Also, halt's mal. Habt ihr Moon? Habt ihr Moon? Nein. Ihr hattet schon was gegeben. Schade, keine Moon mehr. Da auch nirgendwo. Wir freuen uns immer, dich hier zu sehen. Schön. Ah, Moon im Waschbecken, nehme ich mit. Hallo? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss, ehrlich gesagt. Hi. Essen, essen. Ich habe seit Tagen nicht gegessen. Das glaube ich dir, Junge, das glaube ich dir. Und, ich glaube, wir sollten so nicht so zusammenhalten. Hier hast du nun. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank. Bitte. Du auch? Ich ertrage es nicht mehr. Wenn ich einmal gebe, okay, muss ich den anderen auch mal geben. Du auch? Oh mein Gott. Hier. Ich bin großzügig. Du auch? Hier. Yes. Vielen Dank. Vielen Dank. Neuer Eintrag. Eintrag 2. Was? Rishkaya, zu Hause an der Messe, hielten wir die Bewohner dieser Station immer irgendwie für Pechvögel. Ständig hatten sie Probleme. Seien es ihre Schweine, die sich irgendein Tier eingefangen haben. Eingefangen hatten oder Lecks, was? Lecks in den Tunneldecken, also Lecks in, okay. Oder eine zu heftige Feier ihrer Händler wegen eines guten Deals am Markt, wodurch alles Geld versoffen wurde. Die Leute von Riga sind nett und gastfreundlich, aber auch tollpatschig. Wir hatten immer Mitleid mit ihnen und haben uns auch ein paar Späße mit ihnen erlaubt, denn wir waren etwas Besseres. Wir von der Messe, wir kannten das Leben und jetzt beneide ich sie. Sie leben in Frieden, haben nicht einmal von den Schwarzen gehört. Und selbst jene, die doch davon gehört haben, glauben es nicht. Sollte ich jedoch scheitern, werden die Schwarzen diese Station in Windeseile auslöschen. Und diese fröhliche, tollpatschigen Leute mit ihrem friedlichen, tollpatschigen Leben werden tot sein. Es wird Blut und Leere geben. Ich muss mich beeilen. Blut und Leere, was? Leere, was? Keine Ahnung. Hallo! Hallo! Wow! Bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Ja, bin ich. Wow! Ich würde gern mal auf so einem Ding fahren. Kannst du mir eine Patrone geben? Hey, Junge! Bettle woanders! Ach, ich sollte jetzt besser gehen, sonst bekomme ich noch den Hintern verhauen. Nicht so frech zu kleinen Kindern. Willst du Patrone? Kann ich dir eine geben? Ich versuche, meine Schwester zu ernähren. Geben Sie mir... Danke! Ich glaube, der hat mich angelogen, kann das? Egal. Ich bin freundlich. Was gibt's denn hier eigentlich noch? Wer ist denn hier? Hallo? Ah, anpassen, okay. Moment. Wie Sie wollen. Ist alles der gleiche? Ich weiß es nicht. Ankauf. Patronentausch, der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Ja, glaube ich nicht. Wie Sie wollen. Ja. Ich kann Sachen verkaufen und anpassen. Ich passe die Pistole mal hier an. Versuche ich mal, ich weiß es nicht. 37!
Aber es ist ein Visier. Ein Visier ist eigentlich nicht so verkehrt. Ja. Unterdrückt das Mündungsfeuer, dämpft den Knall und verringert die Streuung. Außerdem wird die Projektilgeschwindigkeit verringert, was geringeren Schaden zufolge hat. Erhöht die Genauigkeit bei mittleren und großen Entfernungen, macht die Waffe aber sperriger und schwerer. Ganz ehrlich, die beiden würde ich gerne mal nicht nehmen. Was Verschiedenes, was? Was ist das hier? Ah, ich habe gar keine Moon. Der Kolben und der Griff, die an die Pistole angebaut werden, machen daraus im Wesentlichen einen kurzläufigen Karabiner. Das Hochreißen der Mündung wird dadurch verringert, was die Genauigkeit stark erhöht. Oh, okay. Können wir uns auch gar nicht leisten. Dann haben wir hier. Soll ich über den Visier ranbringen? Ich muss ehrlich gesagt erstmal gucken. Was hat der denn hier? Erste Hilfe, Sekundär, was? Ach, Messer, Wurfmesser, stimmt. Die ausgewogensten Messer. Schärfere gibt es nicht. So, 5. Auch 5 nehmen wir mit. Ihnen bereits aus den Taschen. Auch 5. Was kommt mit der hier? Sie Moon, dann fragen Sie mich. 15, 40, 0. 30. 21. Davon noch und hiervon noch. So, dann haben wir erstmal alles. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Hier, glaube ich, ne? So ein Jung. Ich komme. Sind Sie Artyom? Ja, das bin ich. An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Ich habe keine Patrone mehr. Was? Sie haben nicht einmal eine Nein. Patrone? Na gut, gehen wir. Danke, junger Mann. Das ist sehr nett von dir, dass du mich trotzdem hinführst. Tut mir leid, ich habe gar keine Patrone mehr. Hey! Ja, tut mir leid, ich hätte dir gerne was gegeben, Junge. Wirklich, aber ich habe selber nichts. Auf jeden Fall jetzt habe ich nichts mehr. Da hoch? Nein. Ach jo. Warte mal, Junge. Hier liegen Patronen. Folgen Sie mir. Moment. Ich habe eine Patrone, willst du? Da hinten sitzt er. Danke. Also, ich gehe. Warte, ich hab eine Patrone. Na, schade. Ah, nicht. Komm her. Du bist Artyom, richtig? Ja, ich bin Artyom, aber jetzt setze ich mich noch nicht, weil ich irgendwo gucken wollte noch. Nicht, wenn ich nachher nicht mal gucken kann. Warte mal, Tagebuch. Ein Eintrag fehlt nämlich noch. Ich habe jetzt keinen Bock, den Eintrag zu verpassen. Darum muss ich mir kurz umgucken hier. Nimm mir bitte nicht übel, aber ich bin hier gerade mit den Jungen so durchgerannt, da ich hier gar nicht drauf geachtet habe. Oh, eine Puppe. Oh. Ich sehe so gut wie gar nichts hier. Keine Taschenlampe? Nein. Ach, hier hätte ich wahrscheinlich den Moon nehmen können, aber habe ich von der anderen Seite schon genommen. Na, ist ja dann egal. Da, siehst du, da hätte ich es schon übersehen. Hier war ich, glaube ich, auch noch nicht. Na gut, jetzt haben wir wieder Taschenlampe. Ist das schön? Jemand kann ich... Jemand... Ah, da, Moon. Sehr schön. Moment, da müssen wir später eh durch, wenn mich nicht ganz täusche. Oh, ein Safe ist er verschlossen. Was? Ah, cool. Da waren wir ja schon.
Ja, seid mir nicht sauer, wenn ich mich hier etwas umgucken muss, aber ich möchte wirklich ein paar Sachen mitnehmen, wenn ich noch mitnehmen kann überhaupt. Ich weiß es ja nicht. Hallo? Da ist nichts. Oh mein Gott. Komm. Ja, ja, bitte. Ah, und außerdem fällt mir gerade ein, da hinten stand ja noch einer, der wollte gerne eine Moon haben. Und ich bin ja so freundlich, ich gebe mir natürlich eine Moon. Irgendeiner hier war das, glaube ich, ne? War der hier? Nein. Oder einer von denen? Nein. Der war das, genau. Danke. Bitte. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam ich die Angst. Ja gut, ich mache erstmal weiter. Ich hoffe, ich habe keinen Eintrag übersehen. Ach Junge! Danke nochmal fürs Bringen. Hi. Boah, ist das dunkel hier, aber ehrlich jetzt. Ah, Moon. Na, ich glaube, das bringt nicht viel. Aber egal. Ja, okay, hier ist nichts mehr. Ich laufe wieder zurück. Sorry, Leute, ich laufe wieder zurück. Wir machen jetzt hier ein bisschen voran. Wie geht der Jude zurück? Hallo? Hallo, hör auf! Ah, so, okay. So, wir machen jetzt ganz normal weiter. Wir machen ganz normal weiter. Entschuldigung. Lalalalalala. Wir sind sofort da, Hier war nichts mehr, ne? Nö, anscheinend nicht. Okay. Komm her. Du bist Artyom, richtig? Richtig. Setz dich. Mach ich sofort. Ich muss kurz die Nummer umgucken. Ah, da. Was ist das? Neuer Eintrag. Wo kam der noch immer her? Ich hab keine Ahnung. Egal. Eintrag 3. Wir haben in der Metro ein Sprichwort. Es gibt nichts Schlimmeres als einen zufälligen Begleiter. Aber ansonsten kann man sich auch auf niemanden verlassen. Dieser Bourbon-Typ ist echt seltsam. Warum sollte er mich brauchen? Er kennt die Tunnels offensichtlich wie seine Westentasche. Irgendwer hat ihm erzählt, dass diese Scheiße bei mir nicht wirkt. Und er kauft es ihm ab. Ich selbst glaube nicht daran, aber er schon. Naja, bringt nichts, darüber zu grübeln. Ich werde einfach nur froh sein, wenn er mich über den Markt bringt, ohne mich in einen dunklen Tunnel zu schleifen. Naja, dann müssen wir mal vertrauen, ne? Da ist der Bourbon, glaube ich, ne? Ich glaube, wo der ist. Komm her, du bist Artyom, richtig? Ja, ich setz mich jetzt. Ja, mach ich.